Herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Und es ist wieder jemand ganz, ganz Besonderes dabei. Jonas. Hallo. Es geht. Ja gut, und der will euch was über Pokémon X und Y erzählen, während ich hier durchs Dämmer durch den Dämmerbrecher Dungeon laufe. Ja, ich spiele jetzt Pokémon. Neue. Sehr geil, das Spiel auf jeden Fall. Ja. Kann feiern. Gut, ich habe jetzt doch den Controller angemacht. Ich habe mich jetzt zu krass daran gewöhnt. Aber ich weiß nicht, wo es weitergeht. Ich bin gerade dabei. Ja, Skyrim spielt sich mit dem Controller aber auch ziemlich gut. Skyrim spielt sich auch gut mit dem Controller. Bis auf Bogenschießen vielleicht. Ja, obwohl das geht eigentlich auch. Aber, steht alles. Aber ich will nicht zugeben, dass ich daran schuld bin. Für die Hitbox ist ja auch ganz in Ordnung mit dem Bogenschießen. Triffst ja auch schon mal auf, wenn du nicht genau den Kopf zielst, kriegst du trotzdem. Ja, oder zum Beispiel. Wenn du nicht genau triffst. Oder wenn du der irgend so ein Assassin oder ein Dieb bist, die Leute sehen dich, du duckst dich, läufst hinter eine Ecke. Ich muss ihn wohl verscheucht haben. Dann sehen die dich wieder und dann wieder. Oh, ich muss ihn wohl verscheucht haben. Ich komme hier nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier weiterkomme. Ah, doch, habe ich wohl. Habe ich das hier betätigt? Wahrscheinlich geht's hier weit. Ja. Hier war die ganze Zeit einfach ein Gang und ich habe es nicht gesehen. Ah, nicht mehr so laut. Ich muss gleich gegen Orchendor kämpfen. Na, guck mal, korrumpierte Schatten gibt's hier. Ja, die sind gut. Oder auch nicht, aber. Komplette Schaden. Aber der Dämmerbrecher sieht geil aus. Der ist die beste. Die Waffe. Keine Waffe im Spiel sieht cool aus, wie der Dämmerbrecher. Und ich habe einen Zauberbrecher. Da habe ich so voll das coole Set. Boah, warum greift er mich mit Händen? Mit seiner. Ach, der ist so. Ja, da musst du noch ein paar legendäre Rüstungsteile holen. Zum Beispiel die Ebenerzrüstung. Ja. Da habe ich nachgeguckt, aber ich glaube, man muss da entweder, ich bin mir nicht ganz sicher, entweder Level 22 sein oder Level Stufe 30. Irgendwie sowas war's. Ja. Du musst jedenfalls einen Charakter, der so dein Freund ist, musst du so umgehen. Bei Boetie. Ich weiß schon. Jo. Hab mich ein bisschen informiert. Kannst du auf die Zeit gucken? Ich habe keine Ahnung. Wie lange wir schon skypen? Wir skypen jetzt 5 Minuten 50 Sekunden. Okay, dann sagen wir, wir nehmen schon 3 Minuten auf. Das heißt. Es ruckelt jetzt darum. Das heißt, es ruckelt. Ja, aber was auch geil ist, wenn man ein Pokémon ist. Man kann Pokémon aus allen Regionen bis jetzt treffen. Gut, dann sagen wir nehmen schon seit 3 Minuten vielleicht auf. Jo, machen wir das. Das heißt, sag mir einfach, wenn wir 17 Minuten skypen. Oder so ungefähr. Jo. Oder sag mir, wenn wir 15 Minuten skypen, dann haben wir noch 2 Minuten zum Aufnehmen. Und wir müssen danach noch Minecraft aufnehmen und GTA. Jonas will noch Fußball gucken. Ah, es ist Samstag und es ist alles cool. Ja. Samstag finde ich wirklich sehr nice. Ja, Samstag ist mein Lieblingstag. Ja, auch, aber da muss ich gar nichts machen. Nach Montag natürlich. Ja, natürlich. 9 Stunden Montag. Schule, was gibt's Besseres? Ja, und dann auch noch der erste Tag nach dem Wochenende. Ich frage mich eigentlich, ob die das extra gemacht haben. Ja. Den behindertsten Tag von allen fangen die einfach direkt nach Wochenende ran, ne? Wir hätten das irgendwie so machen müssen. Montag 5 Stunden, Dienstag 6, Mittwoch von mir aus 7, Donnerstag 9 und Freitag dann wieder 6 oder 5. Das sind wahrscheinlich viel weniger als jetzt, aber egal, das soll trotzdem so sein. So, da hinten sind korrumpierte Schatten. Oh nein, er hat mich entdeckt. Mittwoch wäre ein guter Tag für lange Schule, glaube ich. Ja. So ein Tag mitten in der Woche. Dann ist man schon daran gewöhnt, dass alles scheiße ist, ne? Aber bei Montags hat man ja auch. Dann hat man es direkt hinter sich. Ja, stimmt schon. Oh, ich bin gleich bei Orchendor, glaube ich. Nein, ich wollte mich nicht auf die Bank setzen. Nein, ich wollte. Orchendor Mendor, was ist das? Nee, ich weiß nicht. Hieß der Orchendor? Hieß der nicht bei. Bei dem Zauberbrecher hieß der nicht auch Orchendor, den wir gekillt haben?
Beziehungsweise ich. Ist es nicht Legende. Also, du musst, glaube ich, gegen Magier kämpfen am Ende. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, gegen Magier. Und wenn man den getötet hat... Oh, ich bin da. Aber da war noch ein zweiter Weg. Ich gehe jetzt erst da lang. Boah, ich hasse es. Warum ruckelt das? Mein PC ist nicht so schlecht. Dann stell die Kraft vielleicht mal von hoch oder von ultra hoch oder wie man das ist, auf mittel oder sowas. Ja, mache ich jetzt. Warte kurz. Oder von ultra super hoch auf hoch oder sowas. Ja. Ach, geht hier gar nicht. Das muss man am Anfang machen. Jo. Ja, das ab der nächsten Aufnahme verspreche ich, dass es nicht ruckeln wird. Vielleicht. Nice. Toll geblockt. Oh, blocken schon auf 40. Skiller. Ja. Ey, wo ist die Leiche? Hier, Stahlfall. Oh, hier kann man verzaubern. Boah, kennst du den Level 100 Skill von Blocken? Umrennen, meinst du? Ja, das ist voll lustig. Darauf ja. arbeite ich hin. Das funktioniert bei manchen Gegnern nicht. Also doch. Bei Riesen geht das zum Beispiel nicht. Nein? Nein. Also mein Bruder hat das. Riesen rennst du mit einem Schild umrennst, ey, dann. Doch, aber ich glaube, das geht sogar echt. Mit Riesen. Ja. Weil mein Bruder hat das, der hat nämlich einen Blocken Level 100 bei seinem Charakter. Und der hat Dingens. Ja, wie heißt's? Na, ich weiß nicht mehr genau wer, aber irgendein ultra starken Endgegner. War jetzt auch kein Banditenanführer oder sowas, sondern wirklich einer mit einem Namen. Diese Draugdinger da wahrscheinlich, ne? Oder so, kannst du umrennen ja, wahrscheinlich. Oder ja, so Magier. Solche. Aber ich glaube. Oder ein Drachen, vielleicht kannst du auch einen Drachen damit betäuben. Ich bin mir nicht sicher, ich habe noch nie Blocken auf 100 gehabt. Ja, also. Also, du rennst gegen so einen Drachen und dann ist er für kurze Zeit betäubt oder sowas. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das bei Riesen funktioniert. Ich meine, es ist auch so, wenn dich ein Riese schlägt, fliegst du, was weiß ich, 30 oder 40 Meter in die Luft. Ja, und. Das ist lustig. Mhm. Ich das erste Mal mitgekriegt, das war so lustig, ne? Ja. Da hat Skyrim geschaut, also bei mir, ne, wir haben so Skyrim gezockt, ich hab grad so meine Zwergenrüstung, ne? Mhm. Und ich so Level 14 oder so, ne? Ja. Hab ich dann erstmal so einen Riesen rangetraut, ne? Hab gegen so gekämpft, ne? Hat er mich so einmal geschlagen und ich flieg einfach so 50 Meter. So einfach unendlich lange nach oben. Ja, ich weiß. Ich hab nur so gedacht, what? Aber diesen Bug haben die auch nie gefixt, in keinem Patch. Ja. Ist bei mir auch letztens mal passiert, also was heißt letztens? Ein paar Folgen vorher. Ich hab keinen Schlüssel. Wo ist der Schlüssel hierfür? Mist. Gold. Achso, hier geht's weiter. Jump and Run und so. Bei Skyrim. Run and Jump. Und wie ist denn das neue Pokémon? Und wie lange skypen wir schon? Wir skypen jetzt schon 10 Minuten lang. Jetzt 11 Minuten. Okay. Das neue Pokémon ist nice. Weil das ist schon 3D und so. Aber ist auch gut, es gibt nicht nur so neue Pokémon, die so hässliche Namen haben und hässlich 3000 sind. Mhm. Oh, Marc ist gerade online gekommen. Ich werde den vielleicht auch. Soll ich ihn hinzufügen? Ja, von mir aus. Kommt jetzt mit in die Skyrim-Aufnahme rein. Guck mal, noch.